Unsere Tour beginnt abends im Bus von Shinjuku in Tokio zur Kawaguchiko Fifth Station. Das ist auch die letzte Chance, um sich nochmal auszuruhen oder sogar eventuell etwas vorzuschlafen, da wir ja vorhaben, die Nacht durchzumachen. Wir sind jetzt noch circa 2 Stunden Fahrt mit dem Heimatbus von Tokio Kawaguchiko Fifth Station auf 2305 Meter angekommen. Wie man sieht, ist es relativ dunkel und wir wollen über Nacht aufsteigen und den Sonnenaufgang sehen. Dem Yoshida Trail. Das sind von hier aus 6 Kilometer und es scheint wohl 385 Minuten zu dauern. Ja, wie man sieht, sind hier sehr, sehr viele Leute unterwegs. Da der Weg sehr, sehr dunkel ist und das zu schwer zum Filmen war, kommt jetzt ein kurzer Zeitsprung. Es sind jetzt etwa 6 Stunden vergangen und wir schauen uns den Sonnenaufgang an. Wahrscheinlich hört man am Ton, wie windig es gerade ist. Und ja, hier ist verdammt viel los und es ist verdammt anstrengend und kalt draußen zu sein, aber die Aussicht macht das Ganze eigentlich nicht mehr. Ich stehe jetzt gerade rechts, also links von mir ist gerade der Krater. Wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Nur es war verdammt anstrengend, da man regelrecht weggeweht wurde. Also ich habe allein 3 Anläufe gebraucht, um überhaupt die ersten 10 wieder zu schaffen, weil die Windgeschwindigkeiten hier echt sehr, sehr hoch sind. Der Sonnenaufgang ist nun vorbei und wir haben die Aussicht genug genossen, deshalb geht es nun weiter an den langen, langen Abstieg. Hier bekommt man einen guten Eindruck vom letzten Kilometer zum Gipfel. Der Weg ist eine Person breit und es sind so viele Leute unterwegs, dass sich es regelrecht staut manchmal. Und in der Dunkelheit ist es schon manchmal schwierig, sich ein bisschen zurechtzufinden. Wer Angst hat, verloren zu gehen, dem helfen unzählige Schilder auf dem Weg weiter. Hier noch ein paar Daten zu unserer Wanderung. Die gesamte Wanderung hat 13 Stunden gedauert, dafür haben wir 6 Stunden für den Aufstieg und 5 Stunden für den Abstieg gebraucht. 2 etwa davon waren wir oben am Gipfel und haben uns die Landschaft sowie den Sonnenaufgang angeschaut. Der Weg hinauf sowie hinunter schlängelt sich und ist sehr, sehr schotterig, sodass man teilweise echt auf seine Füße aufpassen muss. Und an dieser Stelle kann ich auch Wanderstöcke empfehlen, es geht aber auch ohne, doch wie man hier sieht, habe ich am Ende sogar einen geliehen bekommen. Die kann man auf dem Fuji überall kaufen. Zum Abschluss wie immer, keine Panik, auch bei verdammt hohen Windgeschwindigkeiten. Hat dir dieses Video gefallen, dann gefällt dir vielleicht auch meine schönste Couchsurfing-Geschichte oder eine Geschichte über eine Wanderung in der Mongolei. Ich würde mich auch freuen, wenn du mal auf meinem Kanal vorbeischaust oder diesen sogar abonnierst.